Unsere Themen heute. Erstens, Altenheime anders denken. Warum zieht niemand wieder aus und was sind die Folgen? Zweitens, im Gespräch. Christian Müller-Hergel und Nils Hensel über den Wissenstransfer in der Gronte psychiatrischen Pflege. Drittens, Einzug ins Altenheim mit Demenz. Das Ende von Intimität, Sexualität und Liebe in Partnerschaften. Und viertens, last but not least, Neues aus dem DZLA und der Dialogakademie. Wissenstransfer mit AI, der Podcast des Dialogzentrum Leben im Alter. Hallihallo, schönen guten Tag, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute zur 27. Episode des Podcast Wissenstransfer mit AI aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Es ist der 29. Juni 2022. Ich weiß nicht genau, wann Sie diesen Podcast hören, also um den Dreh herum. Am morgigen Donnerstag, am 30. Juni, wird er offiziell erscheinen. Wir machen wieder zwei Rückblicke auf Videos, die auf unserem Blog und auf YouTube erschienen sind. Schauen also dort zurück auf zwei Beiträge von uns. Dazu kommt natürlich wieder aus der Serie nur ein kurzer Gedanke, eine kurze Episode, wo ich Sie mitnehme in Ideen und Gedanken von mir. Und wir schildern natürlich wie immer Neues aus dem Dialogzentrum und der Dialogakademie. Also, volles Programm, jetzt geht es los. Schön, dass Sie dabei sind beim Dialogzentrum to go. Starten wir mit Neuem aus dem Dialogzentrum und der Dialogakademie. Vor ungefähr einer Woche hatte ich Besuch bei uns an der Hochschule von einem Filmteam aus Leipzig, die an einer Dokumentation zu neuen Ideen in der Pflege und was braucht es in der Pflege von Menschen mit Demenz, einen Film drehen. Der soll am Welt-Alzheimer-Tag, der 21. September diesen Jahres, erscheinen und dort dann auch im Fernsehen ausgestrahlt worden werden. Und dazu hat man mich interviewt, relativ lange, war einen ganzen Vormittag bei mir im Büro und wir haben ein langes Interview gemacht. Was jetzt am Ende dabei herauskommt und was daraus geschnitten wird, reingenommen wird, rausgestellt wird und so weiter, da bin ich genauso gespannt wie hoffentlich Sie. Also der wird am 21. September, so mein jetziger Stand, erscheinen. Das war trotzdem sehr spannend, sehr nette Leute. Und ich bin selber sehr gespannt, was das für eine Dokumentation wird. Ich habe selber wenig, weiß selber wenig darüber, was sonst noch in diesem Film vorkommt. Ja, das ist das Erste. Dann in der kommenden Woche führe ich ein Interview mit dem Demenzexperten Johannes van Dijk, einem, ich glaube, er ist noch immer Holländer, auf jeden Fall einem ursprünglichen Holländer, der, ich weiß nicht, ob er die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder nicht, der aber seit vielen, vielen Jahren in Deutschland arbeitet, der also Krankenpfleger ist, Fachkrankenpfleger auch für Gerontopsychiatrie, DCM, also Dementia Care Mapping Trainer, und hat eine Stabsstelle in mehreren Altenheimen in Hamburg und ist dort für den Bereich Demenz und Krisen und so weiter zuständig. Mittlerweile, also ich kenne den jetzt dann sehr, sehr, sehr lange und wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und der ist auch Mitglied des Vorstandes der DED, der Deutschen Expertengruppe Demenz. Für die, die diese Gruppe nicht kennen, werde ich Ihnen zum einen einen Link unter diesem Podcast zur DED aufschreiben oder einfügen. Und das andere ist aber, dass ich mich gerne mit dem Johannes zum einen über die Arbeit dieser deutschen Expertengruppe Demenz unterhalten möchte, aber auch über so viele andere Dinge im Bereich der Pflege Demenzerkrankter, der Pflege und Versorgung Demenzerkrankter. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Das findet am 11. Juli, glaube ich, statt. Per Zoom machen wir das. Und daraus werden wir natürlich ein Video machen, was dann auch auf unserem Blog erscheinen wird. Also, ich bin sehr gespannt. Ansonsten arbeiten wir mit Hochdruck an der Fortführung des Forschungsnewsletters. Sie wissen ja vielleicht, wir haben damals das Dialogzentrum Leben im Alter in Osnabrück gegründet mit meinem alten Kollegen Christian Müller-Hergel und dem Nils Hensel. Und nach 3 Jahren ist ja diese Förderung abgelaufen und wir alle müssen Geld verdienen und haben uns sozusagen in die Winde verstreut. Der Christian ist dann notgedrungen auch aus dem Dialogzentrum
Spektrum ausgestiegen und ist in anderen Bereichen wieder tätig. Wir stehen natürlich weiterhin in Kontakt mit ihm und er hat uns auch zugesagt, uns im Dialogzentrum weiter zu unterstützen. Nils Hensel und ich, wir machen trotzdem den Blog und all diese Dinge weiter im Dialogzentrum und suchen uns an anderer Stelle. Ich bin ja noch weiter an anderen Projekten an der Hochschule Osnabrück beteiligt oder vielmehr angestellt. Und in diesem Zusammenhang war es ja halt so, dass Herr Christian hauptverantwortlich war für den Forschungsanteil in diesem Forschungsnewsletter, also in dem Kern. Und wir wissen auch, wie der beliebt sind. Und ich kann Ihnen versprechen, dass der Nils Hensel und ich derzeit an Ideen arbeiten, wie wir diesen Forschungsnewsletter fortführen können. Ja, aber es ist doch natürlich eine Menge Arbeit, die man machen kann. Das kann man nicht so nebenbei irgendwie leisten. Als alleinige Person, wenn man dafür nicht auch bezahlt wird. Das ist einfach so. Und der Christian macht diesen Forschungsnewsletter nicht mehr. Und aber ich habe ein paar Konzepte im Kopf. Lassen Sie sich überraschen. Also auch den wird es weitergeben. Ich weiß nicht, wann genau der erste erscheinen wird. Aber wir werden demnächst sowieso ein Newsletter machen, wo ich Sie über diese Dinge noch einmal aufkläre. Das dazu. Kommen wir zur Dialogakademie. Gestern habe ich wieder ein neues Online-Seminar. Mittlerweile sind es 1, 2, 3, 4, 5 Online-Seminare, die schon angeboten werden auf unserem Blog. Eins dazugefügt, eben mit jenem Johannes van Dijk, mit dem ich auch dieses Interview mache. Das ist im letzten Jahr schon einmal angeboten worden, fiel dort aber aus. Damals war es noch als Präsenzseminar geplant. Also unsere Online-Zoom-Seminare dauern 3, 3,5 Stunden. Ich führe sie noch einmal auf. Am 29.08. mache ich ein Online-Seminar zu dem Thema Umgang mit Halluzination und Wahn bei Demenz. Dann werde ich am 23.09. ein Einführungsseminar in die personenzentrierte Pflege nach Tom Kitwood geben. Sie wissen, Kitwood ist so das Kernkonzept, was wir hier in Deutschland haben. Aber was bedeutet das? Ist das eine praktische Hilfe oder ist es eher ein Rahmen? Wie ist Kitwood dazu gekommen und wie wirkt sich personenzentrierte Pflege in der Praxis aus? Was bedeutet das für uns Versorgende? Dann am 24.10. gibt es ein Zusatzseminar, nämlich wieder zu Sexualität und Demenz werde ich geben. Dann werde ich am 7.11. ein Seminar geben zu Angst und Demenz, das habe ich auch schon einmal gegeben in der Dialogakademie. Und eben am 6.10. wird jener Johannes van Dijk ein Seminar geben, was auch sehr spannend ist, nämlich Demenz, hat er es genannt, Selbstbestimmung im Alltag ermöglichen. Also ein sehr praktisches Seminar. Weitere Seminare sind geplant. Auch überlegen wir uns, wieder Präsenzseminare zu machen. Bisher ist aber noch keins geplant. Die sind alles 3,5-stündige, die gehen immer von 9 bis 12.30 Uhr, 3,5-stündige Zoom-Online-Seminare, wo Sie natürlich auch am Ende des Tages ein Zertifikat bekommen und diese Seminare kosten 100 Euro pro Person. Das also zu Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum und der Dialogakademie. Für weitere Informationen schauen Sie wie immer auf unserem Blog www.dzla.de und zu den Seminaren natürlich auf den Reiter Dialogakademie auf diesem Blog. Und dort finden Sie Einzelheiten zu den Seminaren. Die noch nicht da sind, die Einzelheiten werden jetzt in den nächsten Tagen sukzessive hinzugefügt. Und wir freuen uns einfach auf Sie, weil diese Seminare machen mir zumindest immer großen Spaß. Also dann. Nur ein kurzer Gedanke. Ja, nur ein kurzer Gedanke. Schön, dass Sie wieder dabei sind in meiner kleinen Serie, in der ich Sie immer mitnehme in meine Gedankenwelt. Diesmal in einen Gedanken, den ich seit vielen, vielen Jahren habe, aber der sich immer weiterentwickelt hat. Und an dem ich seit vielen Jahren sitze, unter anderem auch im Rahmen meiner Promotion. Ich möchte Sie über dieses leidige Thema meiner Promotion nicht weiter unterrichten, aber ich sitze immer noch dran und vielleicht schaffe ich es ja doch noch, diese irgendwann fertigzustellen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Worum es gehen soll, ist tatsächlich, welche Aufgabe haben Altenheime, ich gehe jetzt mal einfach von Deutschland aus, welche Aufgabe haben Altenheime in Deutschland? Was bedeuten Altenheime für die Pflege? Und ich habe das Ganze genannt, Altenheime anders denken,
warum zieht niemand wieder aus und was sind die Folgen daraus? Ja, so könnte man es vielleicht umschreiben. Wenn man sich mal Folgendes überlegt, nach circa 5 Jahren, also etwa 50% der Menschen, die pflegebedürftig sind und in Privathaushalten leben. Zu Privathaushalten habe ich Ihnen ja auch schon etwas gesagt. Es gibt ein Video von mir dazu, nämlich ob Privathaushalte automatisch ein Zuhause sind. Aber circa 50% der Menschen, die in Privathaushalten pflegebedürftig leben, sind circa demenzerkrankt. Nach etwa 5 Jahren übersiedeln von diesen etwa die Hälfte in Pflegeheime und nach acht Jahren, wollte ich sagen, sind es ca. 90% der Erkrankten, die in der stationären Pflege versorgt werden. Insgesamt ist, und das können Sie sich vorstellen und das lässt sich auch belegen, die Wahrscheinlichkeit eines Heimeinzuges im Alter bei Personen mit Demenz signifikant, also auch erheblich höher als bei älteren Menschen ohne Demenz. Wann ziehen Menschen in ein Altenheim? In der Regel ziehen Menschen in ein Altenheim in einer akuten oder in einer länger andauernden Krise, in der Situation, in der sie sind. Also sie leben alleine in ihrem Haushalt und können dort beispielsweise nicht mehr leben. Sie werden akut krank in der Demenz, vielleicht besonders psychotisch und gehen zunächst erstmal in eine psychiatrische Einrichtung vielleicht, um sie besser einzustellen oder was auch immer und ziehen von dort aus diesen Krankenhäusern, aus normalen Krankenhäusern, aus psychiatrischen Einrichtungen in ein Altenheim. Oder sie leben im Haushalt beispielsweise ihre Angehörigen und dort spitzen sich Krisen derart zu, sowohl bei dem Menschen mit Demenz, aber auch natürlich sozusagen im familiären System, dass man überlegt, so geht es nicht mehr weiter und wir können diese Menschen in der Form hier nicht weiter versorgen oder wir können gemeinsam hier so nicht mehr zusammenleben. Was passiert dann? Die Menschen übersiedeln also in ein Altenheim und wenn wir ganz ehrlich sind, bis auf vielleicht ganz, ganz wenige Ausnahmen, bleiben die Menschen auch dort. Und das ist das Besondere an Altenheimen. Ja? Also im Grunde sind tatsächlich Altenheime Endstationen des Lebens. Kaum einer zieht dort wieder aus. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ich möchte jetzt mal einmal einen Schritt weiter gehen. Ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe, ist, wie läuft es denn in der Psychiatrie? Dort ist es auch so, dass Menschen in Krisensituationen, wie wir das gerade bei Demenzerkrankten beschrieben haben, in die Psychiatrie gehen. Dort wird versucht, an dieser Krise zu arbeiten, diese Krise beizulegen und sie dann wieder ins Leben zu integrieren. Ja, also dieser Teilhabegedanke, der für Menschen mit Demenz genauso gilt wie für jeden anderen auch. Aber das ist ein Punkt, den wir nicht machen in der gerönten psychiatrischen Pflege. Menschen ziehen in Einrichtungen, in Organisationen, wenn sie denn nicht ambulant versorgt werden, aber sie ziehen in alten Einrichtungen und dort bleiben sie. Und ich glaube, auch das ist der Ruf, unter anderem der schlechte Ruf von Altenheimen, auch von guten Altenheimen, dass nämlich alle Menschen wissen, dass wenn du da einmal reingehst, dort kommst du nie wieder raus. Und so kommt es dann dazu, zu Umfragen wie bei Spangenberg und anderen, die ich auch schon mal zitiert habe, damals in diesem Video über Häuslichkeit, wo nur 5% der Menschen sich vorstellen können, bei Pflegebedürftigkeit überhaupt im Heim zu leben. Aber ein Vielfaches dieser 5% lebt dann tatsächlich in einem Altenheim. Was wird mit Altenheim assoziiert? In früheren Zeiten hießen Altenheime auch nicht Altenheime, sondern Siechenheime. Ja, da ging man rein, um dorthin zu siechen und zu sterben. Und dieses Siechenheime, Endstation und so weiter, diese Begriffe, die schaffen natürlich auch Realitäten für die Menschen in deren Köpfen. Unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht ein Mensch versorgt wird. Was wir aber wissen, ist gerade in der Entwicklung der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz ist, dass gerade in den Altenheime quasi wie ein Schrittmacher für die Weiterentwicklung der gerönten psychiatrischen Pflege sind. Also ich spreche von Leuten wie Tom Kitwood, ich spreche aber auch von vielen, vielen Leuten, die einfach heute in der praktischen Pflege in Altenheimen arbeiten, hochqualifiziert sind, großartige Arbeit machen. Und wissen Sie, was ich mir dann überlegt habe, ist, warum könnte man nicht auch Altenheime
ähnlich der Psychiatrie, denn im Grunde mit 50-80% Anteil an Menschen mit Demenz in Altenheim ist fast jedes Altenheim in gewisser Weise eine Psychiatrie. Warum könnten nicht Altenheime auch als Kriseninterventionszentren gelten? Denn kaum einer will dort leben, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, da gibt es viele. Aber wenn man das so begreifen würde, dass in einer Krise, in einer häuslichen Krise, wie auch immer sie gestaltet ist, die Menschen, die dort leben, also die Menschen mit Demenz und die Menschen, die sie umgeben und die Freunde und so weiter, dort nicht weiter so machen können und die Krise spitzt sich zu, was ja häufig genug vorkommt und auch häufig eben halt der Demenz, vielfach auch anderen Dingen, aber eben halt auch der Demenz geschuldet ist. Warum bringen wir die Menschen dann in ein Krankenhaus? Oder ja, in ein Krankenhaus, in ein psychiatrisches oder ein normales Krankenhaus und bringen sie nicht in diesen Krisen in die Altenheime, versuchen dort die Krisen beizulegen mit all dem Wissen, was wir haben, mit dem Ziel aber sozusagen die Menschen von dort wieder, so wenn diese Krise gemeistert ist, und das ist sie manchmal dann danach, das ist nicht immer so, aber oft genug können Krisen dort beigelegt werden, um sie dann wieder zurückzuführen in die Gesellschaft. Ich glaube, allein wenn man das mal so durchdenkt, was im Grunde nicht passiert, wenn man das mal so durchdenkt, dann kann man doch eigentlich sagen, die meisten Menschen wollen in ihrer eigenen Häuslichkeit, also dort, wo sie gelebt haben, die Jahre vor dem Altenheim, also weiterleben. Warum ist diese Idee von uns allen so weit weg, dass man wegen einer Krise vielleicht in ein Altenheim geht, dort von echtem Fachpersonal, was wirklich viel, viel Ahnung davon hat, betreut wird, wir können Fallbesprechungen machen mit Angehörigen und so weiter und sie von dort wieder rückführt in das ehemalige häusliche Arrangement oder vielleicht in ein neues Arrangement. Auch das hat viel mit meiner Beschäftigung im Rahmen meiner Promotion zu tun, beispielsweise in Gastfamilien für Menschen mit Demenz, zu denen ich zu gegebener Zeit noch mal eine Menge sagen möchte. Also das ist einfach der Gedanke, also die Idee, Altenheime als Kriseninterventionszentren zu betrachten, nicht als in Anführungszeichen Endstation, wo du nie wieder wegkommst, sondern zu sagen, okay, ihr geht da rein oder wir gehen da rein, versuchen die Krise zu meistern und wenn das funktioniert, versuchen wir dann gemeinsam eine Rückführung zu machen in andere Arrangements, die vielleicht für die Menschen, sowohl für die Betreuenden als aber auch für alle anderen besser sind. Was halten Sie von dem Gedanken? Ja, also dann kann man natürlich noch viel weiter spinnen. Ja, ich bin dann bei Dörner und anderen, wo man überlegt, die Altenheime zu schließen, der damals aus der Psychiatrie alle Leute in Gütersloh herausgeholt hat, in Familien geführt hat und in andere Versorgungsarrangements. Warum diesen Gedanken nicht auch mal für Menschen mit Demenz oder andere Menschen, die in Altenheimen leben, auch ohne Demenz, wo es vielleicht noch viel leichter ist, in andere Arrangements zu führen? In meinen Augen wird dieser Gedanke nicht gedacht. Oder zumindest nicht laut gedacht. Also, was halten Sie davon? Nur ein kurzer Gedanke. Kommen wir zum ersten Beitrag aus der Konserve, nämlich ein Video, das auf unserem Blog im vergangenen Monat erschienen ist, in dem die beiden Kollegen Christian Müller-Hergele und Nils Hensel quasi zum Abschied von Christian, zum offiziellen Abschied aus dem Dialogzentrum, ich hatte ja bereits erwähnt, dass er weiter mit uns in Verbindung steht und wir auch weiterhin noch Dinge zusammen machen wollen, aber geführt hat über den Wissenstransfer in der gerontopsychiatrischen Pflege. Ich finde ein spannendes Interview. Hören Sie einmal rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Gespräch aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Nils Hensel und ich begrüße herzlich meinen Kollegen und Interviewgast Christian Müller-Hergele. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Wissenstransfer in der gerontopsychiatrischen Versorgung. Mein Kollege Christian Müller-Hergele arbeitet seit über 20 Jahren in der Wissensvermittlung als Dozent in Deutschland, Österreich und der Schweiz, unter anderem für die Universität Witten-Herdecke und die Hochschule Osnabrück. Meine erste Frage: Wie hat sich das Feld der Gerontopsychiatrie und damit der Wissenstransfer in den letzten 20 Jahren aus deiner Sicht verändert? Ja, danke schön für das Gespräch und das Interview.
Ja, also es wird in der Grundpsychiatrie viel Wissen produziert, primär natürlich in den Feldern der Medizin, aber auch der Psychologie. Im Feld der Pflege schon deutlich weniger, wenn dann eher so im Feld, was zum Beispiel zur Entlastung von Angehörigen beiträgt, dann gibt es manchmal auch Interventionsforschungen zu bestimmten Interventionen, wie zum Beispiel Musik oder Kunsttherapie oder Ähnliches. Aber zu dem eigentlich relevanten pflegerischen Wissen gibt es relativ wenig Forschung. Also was bedeutet es eigentlich, einen Menschen, der psychisch verändert ist, zu pflegen, zu ernähren, zu versorgen? Und zwar spezifisch mit dem Blick auf gerundete psychiatrische Themen. Also ein Mensch, der jetzt depressiv ist oder das ist relativ selten. Wenn, dann kreist sich das immer auf das Thema Demenz ein, manchmal auch noch ein bisschen in Richtung Delir. Aber damit hat sich's auch. Der zweite Aspekt dabei ist, Implementierungsfragen haben in den letzten 20 Jahren sehr viel mehr Raum eingenommen. Also nicht die Frage, was hilft, sondern wie kann man das implementieren, einpflegen, einbringen in die Arbeit. Ja, das hat also zugenommen. Da gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe an recht gutem Wissen, wie man etwas implementieren kann, aber wiederum eine geringe Rezeption. Also das, was man weiß, wird relativ wenig umgesetzt, auch was Implementierungsprozesse angeht. Ja, dabei muss man natürlich immer bedenken, dass die realen Praxisfragen der Pflegenden für die Frage, welches Wissen produziert wird, relativ irrelevant ist. Also Wissen wird produziert nach Ausschreibungen. Ausschreibungen werden getätigt von Wissenschaftlern für andere Wissenschaftler, richtet sich nach der jeweiligen Studienlage und nach den Interessenschwerpunkten der ausschreibenden Stellen, die wiederum weitgehend von Wissenschaftlern gemanagt werden. Dabei spielen die realen praktischen Anliegen der Pflegenden nur sehr bedingt eine Rolle. Und wenn dann eher im funktionalen Zusammenhängen, also zum Beispiel jetzt Dekubitus oder Lagerung oder Ernährung, aber was Umgang, Tagesgestaltung, Strukturierung, das Wie der Pflege angeht, da gibt es wenig Wissensproduktion. Ja, und noch ein letzter Punkt, das ist schon erstaunlich, auch die Pflegewissenschaftler im psychiatrischen Feld haben sich um die gerundete Psychiatrie fast überhaupt nicht gekümmert. Also es gibt dann durchaus Forschungen zum Beispiel zur ambulanten Versorgung psychisch Kranker und wie man die optimieren kann, aber eben nicht im Arbeitsfeld der gerundete Psychiatrie. Also alles das, was mit alten Menschen zusammenhängt, da lässt auch die klassische psychiatrische Pflegeforschung ihre Finger von. Also insofern zusammenfassend, viel Wissen wird produziert, relativ wenig, was die, ich sag mal, Umgangsfragen und psychiatrischen Fragen, die Beziehungsfragen angeht, und wenn, dann doch eher relativ funktional eingeschränkt. Ja, tatsächlich noch eine Zwischenfrage. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die Pflege so gering akademisiert ist? Es gibt ja nur einige tausend Pflegewissenschaftler. Der Anteil von studierten Pflegenden ist ja sehr gering, beim halben Prozent. Das spielt bestimmt eine Rolle. Zudem die ausschreibenden Stellen sind selten mit Pflegewissenschaftlern bestückt. Das sind Mediziner, Juristen, Psychologen, wenn man Glück hat, die solcherlei Dinge formulieren und Ausschreibungen vorbereiten. Pflegewissenschaftler sind daran herzlich wenig beteiligt. Ja, kommen wir nochmal auf den Punkt der Wissensbasis der pflegerischen Arbeit. Ein Teil davon ist ja die Arbeit des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung, des DNQP und die dort kuratierten Expertenstandards. Das DNQP hat 2018 einen Expertenstandard für die Pflege von Demenzkranken veröffentlicht. Im Mittelpunkt dieses Standards steht die Beziehungsgestaltung zwischen Pflegenden und Person mit einer Demenzerkrankung. Christian, du hast die Erstellung dieses Expertenstandards wissenschaftlich begleitet. Wie kann der Expertenstandard die pflegerische Kompetenz auch im Umgang
mit demenziellen Erkrankungen stärken. Ja, vielleicht eine kleine Anmerkung. Also ich war nicht im Wissenschaftsteam, sondern in der Expertengruppe. Das ist schon ein Unterschied. Ja, aber auf deine Frage. Ich denke, der Sinn dieses Expertenstandards liegt eher auf einer Ebene der Systeme und der Organisationen. Also die Pflegekraft vor Ort wird sich das wohl kaum antun, sich dieses Werk anzuschauen. Aber es liefert auf einer, ich sag mal, systemrelevanten Ebene Begründungen, sich teilweise von funktionsorientierter Pflege zu distanzieren. Also das klassische Pflegebild, das die Menschen im Kopf haben und das auch gesellschaftlich von Relevanz ist, das ist Zivilisierungsarbeit. Also Ordnung herzustellen, Disziplin herzustellen, ein sozialnormativ vorzeigbaren Leib zu produzieren, das ist das primäre Produkt. Und Beziehungsarbeit wird eher so als Randthema betrachtet. Ja, ja, man muss sich schon mit den Leuten verstehen, damit die dann sich auch der Pflege fügen. Ja, aber Beziehungsarbeit ist eher so ein Add-on, ja, vielleicht so ein Präludium zur Fuge, ne? Und der Beziehung und der Standard hier, Expertenstandard Demenz, der setzt hier ganz deutlich mal einen anderen Akzent, steht aber damit auch relativ isoliert in der Landschaft. Also es ist ein Standard, der sehr anders ist als die üblichen anderen Standards. Er ist wenig verbunden auf der Systemebene mit dem, was die anderen Standards sagen. Ja, es ist also von der Schwerpunktsetzung ist ja genauso organisationsbezogen wie auf die einzelne Pflegekraft. Das ist bei den anderen Standards nicht so der Fall. Ne? Ja, er erklärt ein Stück weit, was unter Beziehungsarbeit zu verstehen ist. Auch das ist in der Pflegelandschaft nicht so wirklich klar. Er setzt einen Rahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildungen. Ne? Was allerdings sehr stark fehlt, das sind Hilfestellungen für den Transfer, für die Operationalisierung. Aber noch einmal, ich denke, er liefert einen Begründungshorizont, um sich in bestimmten Kontexten von dem Primat der Zivilisierungsarbeit abzukehren. Da sehe ich am ehesten seinen Sinn. Ja, die Frage, die sich Pflegende dazu oft stellen, ist ja, was ist der entscheidende Punkt, um diese Pflegequalität und den Wissenstransfer ja da sicherzustellen. Also wer ist dafür verantwortlich, dass ja das sichergestellt wird? Naja, also im Prinzip erstmal jeder im Feld. Ne? Also ganz egal, ich bin auch eigentlich als Pflegender verpflichtet zu lesen, mich zu informieren, auch wenn das viele eben nicht tun. Ne? Aber noch einmal, also Wissenstransfer und Entwicklung von Pflegequalität ist viel zu wenig systemisch implementiert. Also zum Beispiel ein Arzt, der hat ja gewisse Anteile seiner Arbeitszeit, muss der lesen. Für Pflegende sind diese Anteile nicht vorgesehen. Da fängt es schon an. Werden bestimmte Fortbildungen für bestimmte Themen pflichtmäßig gemacht? Bislang ist das vor allen Dingen witzigerweise für die Betreuungskräfte der Fall, aber nicht so sehr für die Pflegenden der Fall. Ne? Also was also fehlt, das ist ein systemisch verankertes System, um Wissenstransfer beständig im Sinne eines Rolling Programs, also eines Programms, das bestimmte Themen regelmäßig wiederholt in den Institutionen, in den Qualitätsmaßstäben, aber auch in den finanziellen Regelungen so zu verankern, dass keine Pflegekraft überhaupt in einem Heim arbeiten kann, ohne innerhalb von 3 Monaten eine Fortbildung, eine erste zu einem bestimmten Thema zu bekommen. Also jede Organisation muss sich ja eigentlich als lernendes System auffassen und beschreiben und müsste auch darstellen, wie sie letztlich diesen Lernprozess organisiert. Und eben dieser müsste natürlich auch adäquat refinanziert werden, denn eine Einrichtung kann das ja nicht auch so aus dem Ärmel schütteln. Also mir ist dieses Thema Fort- und Weiterbildung gerade im Psychiatriebereich noch viel zu sehr in das Belieben des Einzelnen oder der einzelnen Organisationen. Da ist es verankert und viel zu wenig auf der Systemebene.
Soweit ja, mal dazu. Ja, der Wissenstransfer verschiebt sich ja zusehends ins Digitale. Wir haben das ja nicht nur in den letzten 2 Jahren gesehen. Was wären da aus deiner Sicht da die Vorteile und die Herausforderungen? Also, wenn man mal Lernprozesse oder Studien sich anschaut, die sich um Lernprozesse in diesem Feld kreisen, dann ist eigentlich so Konsens, das habe ich auch so in den letzten Newsletter und in anderen Beiträgen immer mal wieder versucht darzustellen, dann ist es nicht so, dass wir ein gewisses Thema haben, wie Demenz zum Beispiel oder Depression und dann wird das so vorgetragen, sondern die Idee ist eigentlich immer, dass das Lernen um den Fall sich herum gruppiert. Das heißt, der wichtigste Lernort ist das Team und seine Fälle. Ja, es gibt also keinen Ersatz für die Wissenskreation im Teamgespräch. Damit meine ich, dass das Team an dem Ort, wo es lebt, in der Umgebung mit diesen Bewohnern sich mit dieser Situation auseinandersetzt und für die Weiterentwicklung dafür Wissen heranzieht. Und das kann natürlich teilweise durchaus digital passieren, indem man zum Beispiel unseren Newsletter liest oder indem man sich Beiträge anschaut oder so, ja. Aber letztendlich ist dieser Lernprozess im Team, der ist das Zentrum. Und ob der nun analog und digital da, das wäre für mich nicht so entscheidend. Wobei meine Erfahrung die ist, dass gerade im digitalen Lernen so diese Erwartung, bedient zu werden, eine größere ist. Nicht? Also wenn ich so in diese Röhre reinschaue bei einer typischen Zoom-Veranstaltung, dann schalten die Leute oft ihren Fernseher ab und ich schaue in so ein Black Hole und weiß nicht, wie da die Resonanz ist. Also wirklich prickelnd ist das nicht. Aber digitales Lernen im Zusammenhang von Blended Learning, also mit bestimmten Aufgaben, mit bestimmten Rechercheaufgaben, die dann aber letztlich wieder münden in der Fallarbeit im Team. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ja. Wichtig vielleicht noch, das will ich noch anmerken, für digitales Lernen ist eine möglichst nicht akademische, aber dennoch anspruchsvolle Sprache. Ja, dass man also auf den wissenschaftlichen Jargon verzichtet. Man kann auch komplizierte Sachverhalte anschaulich darstellen. Das scheint mir eine Möglichkeit zu sein, auch so auf digitalem Wege komplexe Zusammenhänge mal auf eine Weise darzustellen, sodass man sich das mal so anschauen kann. Ja, aber wichtig ist dabei, dass man auf die Sprache achtet als wesentliches Element dieser Übersetzungsvermittlungsarbeit. Das ist ja teilweise das, was wir in diesen Jahren versucht haben. Genau, da komme ich dann auch schon direkt auf das Dialogzentrum Demenz seit 2005 und das Dialogzentrum Leben im Alter dann seit 2019. Ja, hier können sich ja professionelle Pflegende und pflegende Angehörige umfassend über unterschiedliche Themen der gerontopsychiatrischen Pflege kostenfrei informieren. Also warum braucht es ein Dialogzentrum und die Entwicklung neuer Formate des Wissenstransfers, jetzt wie hier an der Hochschule Osnabrück oder auch an anderen Institutionen? Also noch einmal, ein Großteil der Wissensproduktion ist für die Nutzer nicht erreichbar. Ja, das, wie ich schon eingangs sagte, also die Wissensproduktion auf der einen Seite und die Nutzung dieses Wissens, die gehen immer weiter auseinander. Das hat was damit zu tun, dass Forschende die Pflegenden vor Ort nicht als die eigentlichen Auftraggeber ihrer Arbeit verstehen, sondern irgendein Ministerium oder irgendeine andere ausschreibende Stelle, von der sie Mittel beziehen. Aber dass der Pflegende vor Ort mir eigentlich den Auftrag gibt, das ist vom System her so nicht gedacht. Also insgesamt noch einmal geht das immer weiter auseinander und es braucht solche Brücken, solche Übersetzungsorte, wo das in einem Format und in einer Sprache und in einer Nutzung unterschiedlicher Möglichkeiten erfolgt, die Nutzer erreichen kann. Aber
trotzdem, was wir bei uns ja gemacht haben, muss man sagen, also Wissen wird zumeist doch auch eher rezipiert, konsumiert, entgegengenommen. Einen echten Dialog haben auch wir eher selten erlebt. Also wenn ich mich so an die Jahre erinnere, mit wem haben wir Dialoge gehabt? Das waren dann doch eher Pflegelehrer, das waren dann eher andere Akademiker, das waren Menschen, die so freiberuflich in der Fort- und Weiterbildung unterwegs sind. Das waren manchmal Leitende, Qualitätssicherer, also Leute, die, sagen wir mal, in diesem, ich sag mal, gehobenen Dienst unterwegs sind. Ne? Aber ich kann mich jetzt kaum an eine normale Pflegekraft vor Ort, an eine examinierte Pflegekraft erinnern, die zu bestimmten Fragen sich an uns wendet. Das ist, hat es hier oder dort gegeben, aber es ist relativ wenig. Ne? Naja, und man muss natürlich auch sagen, also es ist schwierig, Pflegende mit denen wirklich in einen Dialog zu kommen. Es ist schwierig, mit den Wissenschaftlern wirklich in einen Dialog zu kommen. Und es ist außerordentlich schwierig, diese beiden miteinander in einen Dialog zu kommen, wenn es sich nicht um ein sehr klar definiertes Projekt handelt. Also wo Wissenschaftler in Einrichtungen gehen und sagen, wir haben hier eine Ausschreibung, wir brauchen ein Feld, um Daten zu sammeln. Dann gibt es natürlich sehr fokussiert diese Form des Austausches. Aber dass Wissenschaftler eigentlich ihre Themen, zu denen sie forschen, generieren, aus und mit den Pflegenden zusammen, das passiert eigentlich nicht. Insofern glaube ich, ist die Idee von Detlef Rüsing, meinen Kollegen, so einer nutzerorientierten Forschung. Also es braucht nicht nur eine Ethikkommission, es braucht auch eine, wenn man will, Nutzerkommission. Das halte ich schon für die richtige Richtung. Aber da sind wir noch sehr lange von entfernt, weil Wissenschaft sich in der Regel auch so nicht versteht. Ja, das ist ein, wenn man will, eigenes Feld, ein eigener Diskurs, der nur tangential mit den Nutzern in Berührung kommt. Leider ist das so. Ja, nicht zu vergessen, die große Gruppe der pflegenden Angehörigen, die sich ja bei uns auch zum Teil und wahrscheinlich richtig auch im Dialogzentrum Demenz vorher auch gemeldet haben. Und da schließt sich dann auch meine direkt nächste Frage an. Du hast dich ja intensiv mit Forschungsdesigns und Studien beschäftigt, viel auch aus dem angloamerikanischen Raum. Hier verweise ich gern auf den Forschungsnewsletter, der in DZD und DZLA entstanden ist. Wie hat sich die Forschung gerontopsychiatrischer Themen aus deiner Sicht entwickelt? Also bekommen diese Themen in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit, dadurch, dass das Thema ja Pflege, das lässt sich ja auch anhand von Presseberichten und so weiter auch nachweisen, mehr Thema ist, also in unterschiedlichsten unterschiedlichsten Bereichen, auch im Wissenschaftsjournalismus und natürlich auch im Boulevard. Ja. Aber also noch einmal vor allen Dingen um das Thema Demenz. Ne? Also andere Themen, Persönlichkeitsstörungen im Alter zum Beispiel, bipolare Störungen im Alter, Depressionen im Alter, Late-Onset-Alcoholism im Alter, solcherlei Dinge werden nur sehr marginal geforscht und wenn, dann selten mit einem pflegerischen Fokus. Also was bedeutet Late-Onset-Alcoholism für die Pflegekraft im Altenheim? Da willst du in der Literaturrecherche so gut wie nichts finden. Wie gehe ich mit einem schwer suchtkranken Menschen im Altenheim um, der ja nicht ins Altenheim geht, um dort einen Entzug zu machen, sondern dort zu leben und auch gar nicht in einer Weise gewillt ist, auf den Alkoholkonsum zu verzichten. Und wie gehe ich jetzt damit um, wenn der eingekotet ist, wenn der rumbrüllt, wenn der auf andere Menschen zugeht, wenn er ein schwieriges Verhalten an den Tag legt? Dazu gibt es sehr wenig. Ja, und so ist das mit den anderen Themen auch. Also ich merke das auch zum Beispiel sehr deutlich in dem Themen Depression. Also was bedeutet eben die Depressivität für die Art und Weise, wie ich Beziehungen in der Pflege, zum Beispiel bei der Morgenpflege, zum Beispiel beim Anziehen, zum Beispiel bei der Tagesstrukturierung, dazu gibt es sehr, sehr wenig Literatur. Das heißt, obwohl eigentlich viel geforscht wird, wir zu den zentralen Themen, nämlich wie ich mit gerontopsychiatrisch
veränderten Menschen, Pflegeprozesse gestalte, wahrnehme, wie ich mich dazu aufstehe, nicht was ich tue, sondern wie ich das tue, was ich dort tue, dazu gibt es sehr wenig Wissen. Ja, gut, soweit also kann man sagen, also auf der einen Seite wird einiges geforscht, aber der pflegerische Kontext im näheren Sinne, da gibt es weiterhin relativ wenig Zeug. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist international so. Also wenn man die einschlägigen Zeitschriften so durchforstet, da wird man selten etwas zu genau diesen Themen finden. Das wäre auch also meine nächste Frage. So Community College verbindet ja auch den Gedanken, dass man die Community mit in die Wissensproduktion, wenn man es so nennen möchte, mit hereinnimmt. Ne? Ja. Ja, also noch einmal, ne? Also insgesamt ist natürlich die Aufmerksamkeit für einige gerontopsychiatrische Themen, die ist gewachsen, aber das spezifische pflegerische Wissen zu diesen Feldern eigentlich eher nicht. Da versucht man dann Übertragungen zu machen aus dem psychologischen Bereich, aus dem ergotherapeutischen Bereich, aus dem physiotherapeutischen Bereich. Versucht man dann aus diesen Feldern, wie musst du jetzt den bewegen, wie musst du dem Nahrung anreichen, wie musst du Altersprozesse, da versucht man Analogien herzustellen. Aber diese Dinge werden quasi nicht wirklich aus der pflegerischen Logik heraus entwickelt. Da sehe ich einen enormen Bedarf an gerontopsychiatrischer Pflegeforschung, ja. Ja, nach über 20 Jahren Erfahrung in der Fort- und Weiterbildung hattet ihr euch ja Gedanken gemacht, also Detlef Rüsing, unser Kollege, einer Folge des Haustheaters über den Sinn von Weiterbildung in der Gerontopsychiatrie. Sollte es in der gerontopsychiatrischen Versorgung eine Pflicht für Weiterbildung geben? Wie können Pflegeeinrichtungen quasi den Wissenstransfer fördern, wenn sie dazu verpflichtet auch werden? Ja, habe ich ja schon ein bisschen was zu erzählt. Das ist natürlich die Verantwortung einer jeden Einrichtung. Es ist aber vor allen Dingen eine Verantwortung der Systemumgebung. Also wenn ich als Einrichtung nicht einen wirklichen Anreiz habe, in der Regel finanzieller Natur, so etwas zu tun, dann werde ich das auf die Pflichtfortbildungen begrenzen. Da mache ich was für Notfalleinsätze und Feuerwehr und Hygiene und gehe aber nicht drüber hinaus. Also es gibt keinen wirklichen systemischen Anreiz, Wissenstransfer in Einrichtungen zu betreiben. Wäre das so eine Art Pflege-TÜV? Ja. Zum Beispiel, ne? Also zum Beispiel, dass du als Pflegekraft deinen Grad in der Pflege nur behalten kannst, wenn du bestimmte Pflichtfortbildungen gemacht hast. Dass du, wenn du als Einrichtung bestimmte Fortbildungen und Initiativen nicht machst, du zum Beispiel an Geldern verlierst. Ja? Also es müsste ganz klare finanzielle Anreize dafür geben, Wissenstransfer zu betreiben und damit auch die Qualität der Einrichtung weiterzuentwickeln. Da sehe ich im Moment noch keinen Ansatz. Es geht im Moment eher um Risikovermeidung und nicht um wirkliche Qualitätsentwicklung. Ja, eine letzte Frage und dann auch ein Ausblick, wie sich in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Du begleitest ja sehr viele Pflegeeinrichtungen, auch im Bereich Implementierung vor Ort. Was sind die größten Herausforderungen, ja, für erfolgreiche Wissensvermittlung und den Wissenstransfer in die Arbeit von Pflegeteams? Ja, das ist natürlich, sag mal, das ist das letztlich das komplexe Geschehen, das uns in der Pflege ja seit Ewigkeiten beschäftigt, das sind schwierige Rahmenbedingungen, ja, die im Grunde genommen nur eine Art funktionale Notpflege ermöglichen. Wie soll denn eine Pflegekraft, die 8 bis 10, manchmal sogar 12 Personen in einer Schicht bewältigt, wie soll die dort Beziehungspflege betreiben? De facto ist das eine Lazarettsituation, in der sich viele Pflegende befinden. Und dem Zusammenhang der Personalwechsel, die Personalnot, also einmal investiertes Wissen einer Einrichtung geht mehr wieder verloren, weil die Leute weggehen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Damit lohnt es sich dann oft für die Einrichtung gar nicht, Menschen längerfristig zu qualifizieren, weil man ja gar nicht weiß, wie lange habe ich denn noch. Ja, dann der große Herausforderung ist die wirklich tiefe, tiefe Verankerung von Zivilisierungsarbeit im pflegerischen Denken. Also das ist deeply learned, also sehr tief verankert.
Und es bedarf eines sehr längeren Begleitprozesses, um, sagen wir mal, sich von funktionaler Pflege zu lösen und sich zu personenzentrierten Arbeiten hinzubewegen. Also das hat natürlich auch mit dem mangelnden Mut von Trägern und Leitungen zu tun, sich da dran zu machen. Denn wenn immer ich den zivilisatorischen Rahmen verlasse, dann werde ich natürlich auffällig. Dann gibt es Fragen. Da muss ich rechtfertigen, warum ich Frau Meier auf dem Boden kriechen lasse und Herrn Müller mit dem Essen spielen lasse und warum ich es gestatte, dass Menschen vielleicht länger in Betten liegen. Ja, also immer wenn ich den Auftrag, zivilisierte Leiber zu präsentieren, verlasse, dann entstehen Fragezeichen. Also es gibt so etwas wie ein Misstrauen der Gesellschaft gegen Institutionen der Angstbindung, die ja ein Altenheim darstellt. Also immer der Modus des Verdachtes, was machen die da eigentlich? Und geht das da mit rechten Dingen zu? Und von daher sind Einrichtungen oft in diesem Modus gehalten, sich nach außen zu rechtfertigen. Und wir tun ja alles, ja, so, also im Grunde genommen eine ängstliche Besorgtheit um den Ruf. Damit verhindert man aber, die realen Verhältnisse schonungslos auch nach außen darzustellen. Also der mangelnde Mut von Trägern und Leitungen, sich hier zu positionieren, der spielt hier schon eine wesentliche Rolle. Ja, und konkret vor Ort, da fehlt es oft an der fachlichen Begleitung und Anleitung im Pflegeprozess selbst, also an Mentoren, die quasi ihre Kollegen mit an die Hand nehmen und so auch Pflegewissen immer wieder neu in die Praxis überführen. Also so eine laufende Mentorenfunktion, die wäre eigentlich sehr wichtig, ne? Ja, und zum Schluss, was eben auch erfolgreiche Wissensvermittlung verhindert, das sind natürlich diese versteckten Teamdynamiken. Ne? Also Menschen, die, sagen wir mal, unter extremem Stress arbeiten, die bunkern sich ein, die entwickeln eine bestimmte Mentalität, die Lernprozesse eben sehr stark behindert und die im Endeffekt so darin mündet, warum soll ich denn was lernen? Ich kann ja sowieso nichts umsetzen. Ja, das sagen ja auch viele Pflegende. Und wenn sich das über einen längeren Zeitraum so verdichtet, also wenn ich merke, es ist eigentlich egal, was ich lerne und wo ich etwas lerne, hier ändert sich sowieso nichts, ja, dann ist natürlich die Freude und die Lust daran, etwas zu entwickeln, sehr gering. Das Ganze ist natürlich immer, und das muss ich schon abschließend nochmal sagen, unglaublich abhängig von der jeweiligen Organisation. Also es gibt Organisationen, die das erstaunlich gut hinbekommen und es gibt Organisationen, die das überhaupt nicht schaffen. Ja, die also sich auf verschiedenste Weise immer wieder blockieren und nicht vorankommen. Also all die Dinge, die ich sage, muss man immer so unter diesem, wenn man will, Vorzeichen lesen. Die Unterschiede zwischen den Organisationen, wie sie sich Wissen aneignen und umsetzen, sind extrem unterschiedlich. Ja, noch doch noch angehängt dazu eine Frage. Ja. Kann das auch was mit fehlender Kultursensibilität zu tun haben? Auch ja Sensibilität dafür, dass die Gesellschaft ja schon auch bunter geworden ist. In dem Sinne, ich hatte jetzt einen Artikel zu Migration und Pflege geschrieben, dass es ja eine wachsende Zahl gibt, auch von Gepflegten und aber auch professionell Pflegenden mit Migrationshintergrund. Und nicht Erstsprache Deutsch, die man da natürlich auch in der Demenz dann verliert schnell Deutsch, ne? Das kann ich dir gar nicht so sehr beantworten. Also wir haben ja selber mal ein Interview gemacht in einer Einrichtung, wo Menschen, glaube ich, aus 7 oder 8 oder 9 Nationen eng zusammenarbeiten. Und die waren ein super Team, konnten Wissen umsetzen, erlebt sich als hochkreativ. Ja, Ich denke auch hier, das hängt nicht wirklich von der Migrationsfrage ab, sondern von der Art und Weise, wie alltägliche Kommunikationsprozesse im Team gestaltet werden und wie jeder im Team das Gefühl entwickelt, in dem, was er tut, wirklich ernst genommen, aber auch gefordert zu werden. Also ein Team, noch einmal, das in engem Zusammenhang an seinen Fällen arbeitet und sich austauscht und darüber einen möglichst offenen Dialog gewinnt, das ist eigentlich der beste Ort für das Lernen und auch für die Entwicklung einer Einrichtung. Und das hängt von, ja, das wird natürlich sehr erschwert durch bestimmte Rahmenbedingungen, aber ich finde es dann immer wieder erstaunlich, dass
trotz dieser Rahmenbedingungen es doch an dem einen oder anderen Ort gelingt. Aber eben nicht in der Fläche, sondern es sind immer günstige Konstellationen, die das dann in dem Einzelfall ermöglichen. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Christian. Ja, ich würde mich dann an dieser Stelle eigentlich auch ganz gerne verabschieden. Ja, also ich werde nicht mehr weiter für das Zentrum arbeiten, Dialogzentrum Leben im Alter. Ich bin dankbar für die 3 Jahre, aber für mich schließt sich das jetzt ab. Ich werde vielleicht hier und dort nochmal den ein oder anderen Beitrag einbringen, aber sag mal, in der Regelmäßigkeit, in der das jetzt über die letzten Jahre der Fall war, das wird nicht mehr so sein. Insofern danke für die Arbeit dort. Ja, soweit Nils Hensele und Christian Müller-Hergel zum Wissenstransfer in der Gerontopsychiatrie. Und danke Christian für deine Arbeit mit uns zusammen. Und ich habe ja jetzt mit dem Christian schon seit über 20 Jahren zusammengearbeitet. Und das wird auch weiter so gehen. Und er hat ja auch angekündigt, dass er uns von Zeit zu Zeit auch weiter unterstützen wird. Und wer weiß, was kommt, falls sich doch noch jemand findet, der das Dialogzentrum weiter finanzieren möchte. So, kommen wir zum letzten Beitrag des heutigen Tages. In der vergangenen Woche habe ich ein Video veröffentlicht. Da geht es um den Einfluss des Einzuges in ein Altenheim von Menschen mit Demenz und dessen Auswirkungen auf Liebe, Intimität und Sexualität, wenn es ein Paar ist, auf Ehepaare, wo einer sozusagen zu Hause bleibt und eine Person ins Altenheim einzieht. Und daraus habe ich einen Lichtblick gemacht, in unserer Serie Lichtblicke eben, eine Studie, eine niederländische Studie von Röloffs. Und auch das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil ich glaube, in dieser Studie steckt unglaublich viel drin, was uns in der praktischen Arbeit helfen kann und was uns auch hilft, einen neuen Blick auf Sexualität und Demenz, aber auch auf Paare vor allen Dingen zu geben. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ich begrüße Sie zu einem neuen Lichtblick von uns und in diesem wird es um das Thema Sexualität und Demenz gehen und im Speziellen darum, wie entwickeln sich Paare oder wie ist der Einfluss des Einzuges in eine stationäre Altenpflegeeinrichtung auf Paare bezüglich ihrer Liebe, ihrer Intimität und ihrer Sexualität. Sexualität und Demenz ist ein ziemlich schwieriges Thema. Also erstmal gibt es nicht wirklich viel besonders gute Forschung zu diesem Thema. Und das andere ist, dass es natürlich immer etwas ist, was auch uns als Betreuende und Pflegende betrifft. Das heißt, die Art und Weise, wie wir auf etwas schauen, hat natürlich immer, nicht nur bei diesem Thema, bei vielen Themen, etwas mit uns selbst zu tun. Wenn man sich die jahrelangen Diskussionen in diesem Feld, also auch über Sexualassistenz und Ähnliches anschaut, stößt man immer wieder darauf, dass im Grunde über das Thema Sexualität und Demenz nur gesprochen wird im Sinne von Vermeidung oder Begegnung herausforderndem Verhalten. Ja, das heißt, also als ob Sexualität erstmal etwas Störendes ist, was dazu führt, dass es zu Übergriffigkeiten kommt, sowohl dem Partner gegenüber als auch Pflegekräften oder anderen. Das kommt natürlich auch vor, aber das ist nur so ein kleiner Teil des Bildes. Das, was fast gar nicht gesehen wird, ist, dass Sexualität erstmal etwas Wunderschönes ist und dass es natürlich auch im Alter und auch im Alter mit Demenz, dazu gibt es einige Forschung, belegt gibt, dass Menschen natürlich noch Spaß an Sexualität und Intimität haben. Dazu haben der Kollege Müller-Hergel und ich auch bereits schon mal ein längeres Haustheater, so wie wir unsere Serie nennen, gemacht. Und ich selber führe auch im Dialogzentrum dazu, zu dem Thema Sexualität und Demenz, Online-Seminare durch. Das nächste findet übrigens am 24. Oktober 2022 statt. Also ausgehend, nun habe ich aber eine Studie gefunden, die das Thema mal anders angeht. Und zwar ist es eine qualitative Studie mit nur 9 Personen, das heißt 9 Partnern, Ehepartnern, Ehepartnerinnen von Menschen mit Demenz, die in ein Altenheim umgezogen sind, in eine spezialisiert stationäre Versorgung. Und in dieser niederländischen Studie hat man in halbstrukturierten Interviews die nicht demenzerkrankten Partner danach gefragt, welchen Einfluss
dieser Einzug in das Altenheim und das Leben des einen Partners im Altenheim eben auf Liebe, Sexualität und Intimität hat. Und ich glaube, daraus können wir ganz viel lernen. Und es ist deswegen ein Lichtblick, selbst wenn dort einiges gesagt wird, was eben nicht gut ist und wie es an, kann man daraus eben den Umkehrschluss ziehen und kann daraus für sich, für seine Praxis etwas nehmen, wo man sagt, aha, da ist ein Punkt, da können wir etwas ändern. Nochmals, es sind 9 Personen befragt worden, das ist natürlich nicht repräsentativ. Das bedeutet aber in diesem Falle nichts, da es uns auf Ideen bringt, die wichtig sind für die tägliche Versorgung. Diese Studie von Roloffs ist aus dem Jahre, ich glaube 2019, diese Publikation, die ich jetzt bespreche, ist in der Zeitschrift Dementia erschienen. Und wie gesagt, halbstrukturierte Interviews mit 9 Partnern und eben halt zu bestimmten Themen, und diese Themenbereiche nenne ich Ihnen einmal, wurden explizit Fragen gestellt. Nämlich einmal nach einer kurzen Einführung in die Thematik wurde besprochen, wie hoch das Interesse an der Beziehung noch ist. Dann wurde über das Thema Freundschaft gesprochen. Es wurde über das Thema Liebe gesprochen, das Thema Romantik, das Thema Intimität, das Thema Erotik, Sexualität und welche Bedürfnisse haben Sie. Und daraus hat man die Antworten genommen und hat aus den Zitaten sozusagen geklustert und hat daraus übergeordnete Themen und untergeordnete Themen erstellt. Und da ist Spannendes herausgekommen und das möchte ich Ihnen kurz darstellen, da es, glaube ich, enorm wichtig für unsere Praxis ist. Gehen wir also nun tiefer in die Studie hinein. Man hat also die Menschen befragt, hat sich mit denen zusammengesetzt und hat diese Interviews geführt. Und die ersten Ergebnisse, die herauskamen, war die Frage danach, welchen Einfluss hat die Demenz selbst, also die Demenzerkrankung, auf Liebe, Intimität und Sexualität in ihren Augen. Und es gibt sehr heterogene Antworten dieser 9 Angehörigen, dieser 9 nicht demenzerkrankten Angehörigen. Alle sagten aber durch die Bank, dass die Demenz natürlich einen Einfluss auf die Beziehung hatte. Das eine sind zum Beispiel die Rollenveränderungen. In ihren Augen gerät das Gleichgewicht aus den Fugen, ja? Dass man sich zu bestimmten Zeiten nicht mehr, sagen wir, auf Augenhöhe bewegt. Oder jemand sagte, ich sehe meinen Partner als Patienten, nicht mehr als Ehepartner. Und aus diesem Grunde, selbst wenn er ein sexuelles Bedürfnis hatte, da dieses Gleichgewicht in seinen Augen nicht mehr da war, hatte er das Gefühl, er könnte den Partner sexuell ausnutzen und hatte deswegen Sorge, das zu tun. Was zum Beispiel dahin bringt, dass genau über diese Dinge gesprochen werden muss. Darauf kommen wir aber später nochmal. Andere beschrieben, dass Beziehung mehr zur Freundschaft wird, und dann wiederum sagten andere, aber Freundschaft ist doch immer da. Die Beziehung wird nicht zur Freundschaft. Wenn ich 30, 40 Jahre mit einem Menschen verbringe, dann ist dort Freundschaft. Ja, da geht es ja nicht nur um Sexualität und Intimität. Andere fanden es schwer, bei Demenz überhaupt eine Form von Freundschaft zu erhalten. Das ging so weit, dass jemand zum Beispiel äußerte, dass er im Grunde darauf wartete, das gibt es auch in anderen Literaturen zu lesen, dass er sagte, Mensch, wann ist das endlich vorbei, das Ganze? Jetzt kommen wir mal zum Einfluss des eigentlichen Einzuges in die stationäre Versorgung. Und alle durch die Bank hatten große, große Schwierigkeiten. Und diese Interviews waren sehr, sehr emotional. Und jetzt der Einfluss des Einzuges auf die Liebe. Manche beschrieben, dass sie die gleiche Form von Liebe empfinden nach dem Einzug, wie sie es vor dem Einzug empfunden haben. Einige beschreiben aber auch den Verlust des Gefühls von Liebe mit fortschreitender Demenz. Manche beschrieben, dass Liebe und Romantik weiterhin enorm wichtig für sie sind. Und eine Person zum Beispiel sagte, wenn ich meinen Partner dort im Sessel sitzen sehe, bin ich genauso verliebt, genauso verknallt in ihn, wie es immer war. Es gibt so Umschreibungen, was für sie Liebe bedeutet. Da sagt zum Beispiel jemand, Liebe ist für ihn auch, aneinander immer wieder zu denken, den anderen möglichst oft zu besuchen, zu kuscheln, zu schmusen, nebeneinander zu sitzen und Händchen zu halten. Und auch da kommen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt dieses Videos dazu. Geht das überhaupt zum Beispiel, wenn jemand im Rollstuhl sitzt? Ja. Manche sagten, dass sie sogar mehr Liebe wieder empfinden als kurz vor dem Einzug, weil viele der täglichen Probleme ihnen genommen worden sind, dadurch, dass sie nicht mehr zusammenleben.
Und andere vermissen Liebe und Romantik seitens des Menschen mit Demenz. Zum Beispiel beschrieb eine Frau, dass ihr Mann, der jetzt nun demenzkrank war und in der stationären Einrichtung ist, dass er immer ihr rote Rosen mitgebracht hat, dass er sie gefeiert hat und wir quasi auf Händen getragen hat und dass er das jetzt in der Demenz nicht mehr tut. Welchen Einfluss als zweiten Punkt hat der Einzug in eine stationäre Einrichtung auf Intimität und Sexualität? Die meisten hatten keine physische Sexualität, also den eigentlichen sexuellen Akt mehr mit demjenigen. Aber Intimität, beschrieben alle, wäre ihnen weiterhin sehr, sehr wichtig. Und sie gaben das Gleiche für die Betroffenen an. Übrigens haben Roloff und andere, die diese Studie gemacht haben, noch eine weitere Publikation gemacht. Vielleicht sage ich zu der auch noch mal was, in der sie die Perspektive der Klienten noch stärker befragt haben. Also der Menschen, die eine Demenz haben. Sowohl verbal als auch körperlich zeigten Menschen mit Demenz das Bedürfnis nach Intimität und Sexualität, beschrieben alle, fast alle. Und die Menschen, die keine Demenz hat, sagten auch, dass sie das sehr genießen, wenn der andere ihnen Avancen macht. Ja, also es ist eben nicht so, dass das immer so ist, dass Menschen mit Demenz da keine Lust mehr dran haben. Wie gesagt, da gibt es einige Studien zu. Aber sie beschrieben vor allen Dingen auch praktische Barrieren, ihre Form von Intimität zu leben. Eine Person zum Beispiel, was macht man, wenn der Partner im Rollstuhl sitzt? Ich hatte es gerade schon einmal genannt. Wie ist es denn dann? Wie kann man dann nah zusammenrücken, sich in den Arm nehmen und miteinander schmusen beispielsweise? Ein anderer Punkt, dass man abgeschreckt war durch die Handlung oder durch das Offensive manchmal von Menschen mit Demenz. Dass sie sagten, ich erkenne den nicht wirklich wieder. Das war nicht oder war nie unsere Form von Intimität und Sexualität, die derjenige jetzt äußert. Aber sie sagten auch, es gibt einfach eine Abwesenheit von geschlossenen Orten, um sexuell aktiv zu sein. Also wo kann ich denn sexuell aktiv sein? Darauf bauen wir gleich noch, welchen Einfluss die Einrichtung selber hat. Manche aber sagten, dass Sexualität und Intimität nie eine große Rolle in ihrer Beziehung gespielt haben. Auch das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass Liebe, Sexualität, Intimität in ihrer Gewichtung unterschiedlich bei Paaren ist und dass es dort nicht unbedingt ein besser oder schlechter geht oder um ein Nachlassen geht, sondern manchmal ist es einfach immer so auch gewesen, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Und trotzdem nochmal war allen Intimität extrem wichtig. Jetzt kommen wir einmal zum Einfluss der stationären Einrichtung als solche auf Liebe, Intimität und Sexualität. Und ich denke, das ist nochmal für uns ganz wichtig. Und sie sprechen dort von einem Mangel an Gemütlichkeit. Und zwar ein Homeliness, also nicht Loneliness, Einsamkeit, sondern Homeliness. Also kein Gefühl des Zuhauses, der Gemütlichkeit, des Zusammengehörigkeit zu geben und von Privatheit. Es gibt halt in den meisten Einrichtungen keinen geeigneten Raum, um Liebe, Intimität und Sexualität zu erfahren, so wie sie es kennen. Man fühlt sich nicht sicher, beschreiben sie, und ungemütlich. Außerdem besitzt jede Pflegekraft ein Master Key, also einen Schlüssel, und könnte jederzeit die Tür öffnen oder klopfen nicht an beim Betreten der Zimmer. Oder es gibt ja diese lange jetzt schon Diskussion und auch Einsatz von Kameras, ja, zum Schutze. Und das ist auch sicherlich zum Schutze gemeint, der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen. Aber wenn ich natürlich das Gefühl habe, hier ist eine Kamera, die etwas aufzeichnen könnte, auch auf den Fluren, ne, es muss nicht im Zimmer sein, dann ist das natürlich schwierig, dann offen Liebe und Intimität aus oder Sexualität auszuleben. Das Ganze wird von vielen der Befragten als eine unnatürliche Situation beschrieben. Und wir müssen natürlich fragen, inwieweit gelingt es, in der stationären Altenpflege oder in der gerontopsychiatrischen Pflege überhaupt so etwas wie Zuhause und eine natürliche Form des Zuhauses herzustellen. Eine Person ging so weit und sagte, die Idee und das Versprechen, ein Zuhause zu gestalten in der stationären Altenpflege, hört meistens an der Stelle auf, wo man Gemeinschaftsräume als Wohnzimmer bezeichnet. Ja, das wäre sozusagen der große Akt seitens vieler Einrichtungen,
so etwas wie ein Zuhause zu schaffen. Aber das Label allein macht es natürlich nicht. Außerdem hat man Angst davor, mit dem Pflegepersonal oder auch anderen Familienangehörigen, die haben ja auch einen Einfluss darauf. Ja, nicht wenige Kinder von solchen Paaren möchten nicht oder sagen, das ziemt sich nicht mehr, ne? Sexualität, Intimität. Außerdem fühlen sich viele zum Beispiel der Angehörigen, die keine Demenz haben, herabgesetzt seitens des Pflegepersonals, wenn sie zum Beispiel gebeten werden, zu gehen, wenn derjenige ins Bett muss. Ja, also wenn das Pflegepersonal kommt und sagt, so, wir wollen jetzt Ihrem Angehörigen helfen, ins Bett zu gehen, Sie können jetzt nach Hause gehen, das hat natürlich nichts mehr mit zu Hause zu tun. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Was sind praktische Barrieren also in stationären Einrichtungen? Also da gibt es natürlich einmal Umgebungs- und Architekturbarrieren. Ja, es gibt gemeinsame Badezimmer in Doppelzimmern beispielsweise. Es gibt in vielen Einrichtungen keinen Platz für ein Doppelbett, wo man wirklich gemütlich zu zweit liegen kann. Eine Lösung, um Sexualität auszuleben, könnte ja sein, das wird viel diskutiert, sind spezielle Räume dafür. Da gab es einige der Befragten, die sagten, ja, das ist eine prima Idee, und andere sagten, auf gar keinen Fall, weil wenn ich dann mit meinem Partner, meiner Partnerin in diesen Raum gehe, dann weiß das ja jeder, was wir dort machen. Ja, also, und das war zum Beispiel ein Punkt, über den hatte ich vorher überhaupt nicht nachgedacht, aber es ist natürlich wahr. Ja, und Liebe und Sexualität ist eben halt etwas, oder Intimität ist halt etwas, wie ich schon sage, wie der Name schon sagt, etwas sehr Intimes, und das soll und muss auch nicht jeder mitkommen. Ein weiterer Punkt ist die Kommunikation. Fast alle beschrieben, dass Pflegende über dieses Thema nicht sprechen. Und sie schreiben auch, dass sie natürlich Vertrauen zu den Personen brauchen, mit denen sie darüber sprechen. Sie haben auf jeden Fall das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und einige schlagen vor, dass es besser wäre, wenn jemand von außen käme, ein Sozialarbeiter oder Sexualtherapeuten oder wer auch immer, der mit ihnen über diese Themen spricht. Und auch darin liegt in meinen Augen eine Aufgabe für uns in der Pflege und Betreuung, genau das oder diese Möglichkeit her. Das waren so in Kürze Auszüge aus dieser Studie, und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal allgemein darüber. Nochmal, es ist eine limitierte Aussage, natürlich durch das kleine Sample, also nur 9 Personen wurden befragt. Aber es ist ein erfrischender Blick darauf, was Sexualität ausmacht. Es wird eben nicht Sexualität als etwas sozusagen bezeichnet, oh je, da müssen wir auch noch mit umgehen, sondern die beschreiben ganz deutlich, das ist Teil unseres Lebens und das ist wichtig für unsere Lebensqualität. Und auch das besagen Studien, ja, dass für die Lebensqualität eine erfüllte Sexualität extrem wichtig ist. Eben und gerade auch aus diesen negativen Beschreibungen lassen sich positive Entwicklungsoptionen beschreiben. Darum erscheint sozusagen dieser kurze Beitrag von mir auch in unserer Rubrik Lichtblicke. Fassen wir einmal zusammen. Der Schritt in die stationäre Altenpflege, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, ist ein gravierender. Und dass die Sexualität, Intimität und Liebe bei Paaren ist nicht homogen, das unterscheidet sich, ja, und das ist einfach, bei manchen Paaren ist solche Sexualität extrem wichtig und die war immer wichtig, und bei manchen ist sie nicht wichtig und war auch nie wichtig. Bei manchen aber war sie nie wichtig, aber in der Demenz zum Beispiel kommt es, und mit all diesen Dingen müssen sie umgehen. Und letztlich, wenn man ehrlich ist, geht es darum, gelingt es uns in stationären Einrichtungen, oder kann es überhaupt gelingen, und das ist meine Frage natürlich an Sie, in stationären Einrichtungen eine Atmosphäre zu schaffen, in dem man das Gefühl hat, auch Intimität, Sexualität ausleben zu können. Nochmal dieses konkrete Beispiel. Was mache ich denn, wenn Leute miteinander schmusen wollen und einer der beiden Paaren, entweder der mit Demenz oder der ohne Demenz, sitzt in einem Rollstuhl? Achte ich darauf als Pflegekraft, dass man die beiden zum Beispiel, dass man ihnen hilft, sich gemeinsam auf ein Sofa zu setzen oder ähnliches? Warum? Wir haben ellenlange Diskussionen über Jahre darüber geführt, wie wichtig Einzelzimmer sind. Aber dass eine Architektur so beschaffen sein muss, dass dort auch ein Doppelbett reinpasst, dass es selbstverständlich ist, dass ein Partner, eine Partnerin dort mit übernachtet beispielsweise. Und dass es ganz wesentlich Ansprechpartner gibt, Ansprechpartnerinnen gibt, um
damit Angehörige überhaupt über dieses Thema reden können. Und dazu braucht es natürlich dann auch noch zu diesem Menschen ganz, ganz viel Vertrauen. Und ich denke, diese Dinge sind extrem wichtig. Und was nicht in dieser Studie stand, aber es war auch nicht der Fokus dieser Studie, ist natürlich, wir Pflegekräfte müssen lernen, über diese Themen zu sprechen. Wir Pflegekräfte, wir Betreuenden müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen und müssen endlich lernen, nicht unsere Idee von Sexualität anderen Menschen überzustülpen. Egal, ob sie eine Demenz haben oder keine haben. Also, Liebe, Intimität und Sexualität sind extrem wichtig für Paare mit und ohne Demenz. Und genau das ist die Herausforderung an uns. Und in dieser kleinen Studie von Röhloffs und anderen, in dieser kleinen niederländischen Studie, sind viele, viele kleine Hinweise. Ich glaube, die ist Open Access erschienen. Ich schaue gleich doch mal. Ansonsten verlinke ich sowieso natürlich die Studie. Wenn sie frei erhältlich ist, dann hänge ich sie direkt an. In diesem Sinne, also, machen Sie das Beste raus, machen Sie weiterhin einen Unterschied. Bis bald. Ach so, noch einmal der Hinweis. Am 24. Oktober mache ich zum wiederholten Male ein Online-Zoom-Seminar zu diesem Thema Sexualität und Demenz. Gehen Sie auf den Blog des Dialogzentrums www.dzla.de, dort auf die Dialogakademie, und dort finden Sie dieses Seminar. Noch sind Plätze frei, Sie können sich noch anmelden. Bis bald, Ihr Detlef Rüsing. Tschüss. Das war's mal wieder für heute. Das war die 27. Episode des Podcasts Wissenstransfer mit AI aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Unter den Beiträgen in diesem Podcast werden wir Ihnen natürlich entsprechende Quellen und so weiter nennen, so wie wir das immer tun. Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, gehen Sie auf unseren Blog www.dzla.de, gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal, den YouTube-Kanal des DZLA, auch der ist dort leicht zu finden. Und natürlich empfehlen Sie diesen Podcast und unsere Arbeit weiter. Das erleichtert uns auch das Standing gegenüber möglichen Geldgebern, die wir davon überzeugen wollen. Das ist zumindest unsere Absicht, das Dialogzentrum wieder zu fördern. Es wäre toll, wenn Sie uns dabei helfen könnten. Ansonsten, wie gesagt, teilen, liken, erzählen, das ist das, was YouTuber und andere so sagen. Auch das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Wenn es Ihnen gefällt oder auch nicht gefällt, schreiben Sie uns, sagen Sie uns Bescheid, was Sie brauchen, was Sie möchten, wozu Sie sich vielleicht Beiträge von uns wünschen. Reagieren Sie auf unsere Beiträge. Wir haben ein breites Kreuz. Wir können aushalten, auch wenn Ihnen etwas nicht gefällt. Ansonsten, wenn Sie unsere Seminare buchen wollen, können Sie das eben halt auch über unseren Blog www.dzla.de. Dort gehen Sie auf den Reiter der Dialogakademie und dort können Sie direkt die Seminare buchen. Es sind in allen Seminaren noch Plätze frei, was ja auch bei Online-Seminaren nicht so schwierig ist. Aber auch da haben wir zwar ein begrenztes Kontingent, aber ich denke, da ist noch genügend Platz, dass Sie sich anmelden können. Wir auf jeden Fall freuen uns auf Sie. Bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie weiter nach, abonnieren Sie unsere Newsletter der Dialogakademie und so weiter. All das können Sie auf unserem Blog tun. Und wie immer zum Abschluss, es verabschieden sich Nils Hensel, Christian Müller-Ergel, der in diesem Podcast ja noch eine wesentliche Rolle gespielt hat mit seinem Beitrag mit dem Nils Hensel zusammen. Und natürlich meine Wenigkeit Detlef Rüsing. Und wie immer sage ich auch heute am Ende des Podcasts, machen Sie weiterhin einen Unterschied. Bis bald. Wissenstransfer mit AI. Der Podcast des Dialogzentrum Leben im Alter.